Das war eine gute Fahrt aus dem West Country. Doch geht es jetzt zur Sache mit dem Entladen dieser Wagen hier. Bereiten Sie das Rangieren vor und fahren Sie in Gegenrichtung durch die Entladungsanlage, um diese Wagen zu entladen. Ja, und damit herzlich willkommen zu Szenario Aggregatindustrien hier auf Great Western Express. Ja, schalten wir erstmal. Select. Ist das ein Select gewesen? Nee, ne? Exit. Slow Speed. Wie kommen wir denn hin? Dann Slow Speed Select, glaube ich. Oder einfach nur Speed Control. Das geht natürlich auch. Langsam Fahrt einschalten. Das ist noch 1 km/h, das heißt, wir werden das mal fix ändern. Richtungswende auf hallo, auf rückwärts. Die festgelegte Geschwindigkeit stellen wir auf 3,0. Nein, halt. Gottes Willen, ist das ein Akt. So, Set Speed 3 Miles per Hour, Actual Speed, so, Start. Die automatische Bremse lösen. Das Lösen dauert wieder, da haben wir es. Ich glaube, das muss dann wieder auf um die 5 gehen. Genau, die Stufe stellen wir jetzt auf 1. Und damit müssen wir jetzt nur noch über den Ort der Entladungsrampe fahren. Ja, das könnte etwas dauern. So, aber das wirklich nur mit den... Das ist ja schon wiederum... etwas belastend. Aggregate entladen, stellen Sie Leistung auf Leerlauf. Ups. Das wollte ich nicht. Wir können auch bestimmt ein bisschen Gas geben, oder? Langsam Fahrt ist sowieso quasi da drauf gedrosselt. Dann können wir das doch einfach mal machen und dann. Vielleicht auch wieder runtergehen. Auf die erste Stufe. Wir müssen ja nicht übertreiben, ne? We'll be right back.
Und da beginnt der letzte. Wofür haben wir jetzt 19 Punkte? Zielvorgabe erfüllt. 19 HP, 19 HP. Und nochmal 19 HP. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Hoch, Leistung auf Leerlauf. Automatische Bremse. Anlegen. Wunderbar, dann können wir die Langsamfahrtsteuerung ausschalten. Bringen Sie diesen Zug zur Acton Yard, damit er dort für die Rückfahrt zu den Mandibs vorbereitet werden kann. Alles klar. Heißt, wir müssen den Richtungswender, wenn ich ihn erwische, auf Vorwärts setzen. Vorwärts. Dann lösen wir die Bremse. Und dann geben wir Schub. An einem Ort halten, das ist auch nur 400 Yards entfernt, okay. Wir dürfen 15 Miles per Hour, deswegen geben wir mal ein bisschen Gas. Hier, Dings, ist doch bestimmt auch hier irgendwo zum Einstellen, AWS und so, ne? Das wäre jetzt ein bisschen spät und so weiter, aber... Wir müssen sowieso erst mal halten, von daher... Danach geht's auch noch mal ein bisschen weiter. Dann können wir jetzt nämlich, wenn wir jetzt gleich auf die richtige Strecke gehen, dann können wir auch gleich nochmal hoppala. Kann ich nämlich noch eben hier kurz gucken, ob ich es irgendwo finde. Kabinenheizung. Generatoren. Isoliert. Es ist doch isoliert, oder nicht? AWS haben wir hier auch bestimmt irgendwo stehen. Das ist off. Das ist doch isoliert. Schätze ich zumindest. Okay. AWS aber nicht, von daher... Doch, da. Wunderbar, dann können wir den Klappe wieder schließen. Und uns den wichtigen Dingen widmen, nämlich dem Bremse lösen. Um dann in Acton Yard Reception halten zu können. Boah, diese ganzen Sound... Oh Gott, ich bin viel zu schnell.
Hoppala. Das kommt davon, wenn man die Außenkameraperspektive hat. Hoppala. So, AWS ist da. DSD sollte eigentlich auch. Nee. Jetzt ist es. Gottes Willen. So, ey, wir dürfen Gas geben, so. Halpada. Da bin ich mal gespannt, ob das noch gelbe Punktzahl gibt oder nicht. Ach, gelbe. Wie komme ich auf gelbe Punktzahl, ob es die Goldmedaille gibt oder nicht? Ob wir uns das jetzt verbaut haben oder nicht, werden wir sehen. Aber ich muss sagen, ich finde solche Routen schön, wo man halt so das Gemischte hat, wo man sowohl Bummelzug hat, als auch Schnellzug hat, als auch Güterzug. Und was zum... Ja... Ich guck mal kurz nach. Das System, also, ne? Danke Windows für die Lags, fickt euch. Schaut mal, ich habe am besten den PC nochmal neu. Damit diese Drecks-Windows-Updates installiert werden. Ist ja nicht zum Aushalten hier. What the fuck? Nein, das ist... Alter. Ja. Ich drücke Q, es passiert nichts. Alter. Verfickte Scheiße. Ja, wenn die Windows-Updates sind der größte Rotz, man sieht das jetzt wieder mal. So, zack, ändern. Scheiße, wer erfindet denn so einen Scheiß? Die Möglichkeit, dass man Updates ausschalten kann, weil sie einfach nur Rotz sind. Und diese verfickte Funktion funktioniert nicht mal. Es geht wieder los. Ey, das ist doch... Ich pausiere mal kurz. Haben wir uns wieder beruhigt? Ja? Haben wir uns beruhigt? Kannst du dir ja nicht vorstellen. Und das geht wieder los. Ja, I'm sorry. Bedankt euch bei Windows. Weil... An der Strecke liegt es nicht, am Spiel liegt es nicht, es liegt nicht an OBS Studio, es liegt nicht an der Hardware, es liegt an Windows. Zumindest, dass es hier gerade so reingekackt hat, wahrscheinlich, weil da irgendwie was Wichtiges in Anführungszeichen ist am
scheinbar irgendwas Wichtiges am Machen und diese Updates vorbereiten oder irgendwie so einen Scheiß, keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil mich diese Sache sowieso richtig abfuckt. Wenn die Funktion nicht funktioniert, dann sollen sie die dreckigen Features, die guten Features rausnehmen. Aber. Oh, da war ja was. Hoppala. Man merkt, dass wir hinten eine Ladung haben, auch wenn das, auch wenn die, oh Gott, auch wenn die mehr oder weniger leer ist, aber. Man erkennt den Unterschied, finde ich, für zwischen Gütertransport und Personentransport. Sehr gut. Die Lecks triggern mich auch. Hatte ich nicht je damals Probleme hier ein bisschen gehabt mit dem Szenario? Wir müssten doch gleich noch irgendwas andocken oder an. Wir müssten jetzt erst hier loswerden, die Trailer, und dann müssen wir, glaube ich, noch uns eine neue holen. Könnte das sein? Wenn ja, dann meine ich, dass ich da Probleme hatte. Damals ohne irgendwelche Programme. Alter. So viel kann man doch gar nicht schneiden, um diese Karriere wieder loszuwerden. Meine Güte. Glas der Kodiere überlastet. Ist ja auch Windrotze hier. Es war so klar. Räume noch mal ein bisschen vorwärts. Na, hat das gereicht? Das ist aber lieb. Sie müssen vor der Rückfahrt noch auftanken. Ja. Kuppeln Sie also die Wagen ab und fahren Sie die Lokomotive zur Tankstelle. Ja. Das kriegen wir hin. Das klingt doch einfach.
Seriously? Okay, ich... Ach, Alter. Das ist hier echt nicht mehr feierlich. Ich guck mal kurz, ob ich was ausprobieren kann. Vielleicht bebt sich das Ganze dann. So, Festplatte wieder unten. Mal gucken, was geholfen hat. Das wäre zumindest. Das wäre so die einzige Lösung, die ich jetzt noch hätte. Weil ich meine, ich hatte nämlich nicht den Browser offen, als ich sonst mal aufgenommen habe. Zumindest nicht bei Trains in World. Aber das werden wir, glaube ich, nur erfahren, wenn wir wirklich längere Strecke fahren oder schneller fahren. Aber das werden wir, glaube ich, nicht mehr tun. Wenn ja, dann, wenn das daran lag, dann tut's mir leid. Wobei für euch wahrscheinlich eher weniger, also vielleicht für euch, sofern ich das nicht mehr wirklich viel rausschneiden konnte. Aber der Rage gegenüber Windows war dennoch ein bisschen gerechtfertigt, finde ich. Denn die Update-Politik oder die Update-Feature-Block-Dings Trigger trotzdem. Massiv. Massiv. Dann wollen wir mal Diesel tanken. Oder wir fahren zum Tanken. An einem Ort halten. Ist denn der Wegpunkt dahin jetzt schon mal gesetzt? Der ist dahin schon gesetzt. Tanken ist nämlich da drüben. Wunderbar, okay. Dann rückwärts lösen. Die Tür ist noch offen. Sieht gut aus, ich glaube, das Problem da. Wobei, sieht gut aus, ist auch gut gesagt. Kann natürlich auch sein, dass es immer noch da wohl lag, aber. Zumindest läuft es wieder ein bisschen reibungsloser.
Ein Stückchen haben wir noch, bis wir dort sind, zum Refuelen. Aber das haben wir auch gleich hinter uns. Okay, Aussätze gibt es immer noch. Zum Teil, wie wir sehen. Schade. Aber das sind eher normale Sachen und nicht irgendwie solche geisteskranken Aussetzer. Na, da werde ich definitiv Spaß haben zu schneiden. Sarkasmus aus. Ist ja auch schon. Huh? Ich dachte ja, es geht hier lang. Wäre es auch gegangen. Wäre die Weiche umgelegt gewesen. Belastend. Mein Fehler. Sind wir drüber? Wir sind drüber, perfekt. Das können wir noch wieder hier machen. Zack. Dann geht es wieder rückwärts. Bremsen lösen. Bremsen sind gelöst. Definitiv schnell. Das wird die Richtung, glaube ich. Nicht die andere. Jetzt. Hallo? Wieso bremsen wir nicht? Verstehen. Zack, vorwärts. 9. Wir wollen hier vorne hin, das heißt, wir müssen diese Weiche einfach nur drauf drücken. Okay, das ist ja simpel. Okay, dann wollen wir mal tanken. Okay, gut zu wissen. Nehmen wir mal wieder ein bisschen Gas. Damit wir das Szenario hier auch abschließen können. Im nächsten Szenario auf alle Fälle wieder besser.
rein, nicht bitte dahin. Nein, jetzt kommen wir hier rein. Das ist doch jetzt wieder belastend. Wir kriegen das noch hin, keine Angst. Versprochen. Meine Güte. Gut, dass wir keinen Zeitdruck haben oder dafür Geld bekommen. Stell euch mal vor, es gäbe jetzt hier noch tatsächlich so einen wirtschaftlichen Aspekt im Spiel. Das wäre jetzt äußerst belastend. Es wäre eine kostspielige oder könnte eine kostspielige Zeitfresserei sein hier gerade. So, die muss nämlich auch noch. So, es geht jetzt alles nach da. Wunderbar, jetzt funktioniert das. Und Abfahrt. Jetzt zacken wir aber wirklich. Ich glaube, danach müssen wir uns nämlich wieder andocken da an diese Dinger noch. Das kommt nämlich, glaube ich, auch nochmal dazu. Bauen wir dann hier den Tank? Ist hier der Tank? Ne, das ist die Bar, Bar, Bar. Ich habe keine Ahnung, irgendwo hier muss ja eine Tankanzeige sein. Ich weiß halt nur nicht wo. Oder ich habe sie gesehen und nicht realisiert, dass dies ist. Das kann natürlich auch sein. Na komm, wir haben es gleich geschafft. Ach, wunderbar. Dann jetzt noch tanken. Das ist die Tank, die Tank-Dingspumpe, genau. Wir haben da nicht. Ach, hier kann man es glaube ich sehen, nur, ne? Ist doch fast voll. Ich verstehe das Problem nicht. Meine Güte. Das ist auch noch wieder zu kurz.
Jetzt schläge ich auch richtig an, ne? Oh, ja, wollt mich wohl verarschen. Jetzt, wie sieht es jetzt aus? Geht doch. Das hat, sich gelohnt. Was? Nun ist die Lokomotive bereit. Kuppeln Sie sie wieder an die Wagen und das war's dann für heute. Dann kuppeln wir uns wieder an. Vorne sollen wir lang. Dann an dem Ort wahrscheinlich halten. Genau. Rückwärts wollen sie lösen. Geben wieder Gas, wir wollen ja ankommen. Am besten heute noch. Das war jetzt aber auch wie eine Geburt, ne? Ach ja, das Rangieren. Scheint ja jetzt nicht ganz normal zu sein. Ist doch ein bisschen hin, bis wir dort sind. Andererseits, im Spiel schaltet man ja eigentlich relativ selten die Gleise, schaltet man relativ selten um. Von daher. Nutzen wir das jetzt einfach mal als nicht Ausrede, sondern eher Erklärung des ganzen Schlamassels. Jetzt muss ich mich gleich konzentrieren. Dass ich nicht wirklich viel jetzt hier machen muss, das weiß ich ja jetzt mittlerweile. Auch wenn mich das jetzt hier gerade ein bisschen verwirrt. Sieht ja fast so aus, als ob ich nichts mehr umstellen muss. Kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen.
Deswegen steige ich jetzt aus und gucke nochmal nach. Sicher ist sicher. Das passt. Das passt auch. Okay, eigentlich will ich gar nicht mehr gucken brauchen, aber das passt alles wunderbar. Abfahrt. Abfahrt zum Andocken. Vielleicht können wir einfach gleich die Langsamfahrt anschalten und können dann ganz smooth andocken. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das wäre vielleicht das möglicherweise einfachste. Aber wir müssen erstmal hier halten, um dann anzudocken. Wir dürfen das ja nicht in einem Rutsch machen. In diesem Fall fände ich es angemessener, wenn das nicht an einem Ort halten wäre, sondern ein Ort überfahren wäre. Wäre sparender. Dann kuppeln wir mal an die 12 Wagen an. Beim letzten Mal hat es, meine ich, gebackt, dass man das nicht andocken konnte. Sprich, dass die Waggons, die da jetzt stehen oder standen, dass die quasi immer hoch und runter gesprungen sind, allesamt, wodurch es halt unmöglich war, die anzukoppeln. Ich weiß gar nicht mehr, war das mit 3 Meilen oder mit 5 Meilen ankoppeln oder mit 2,5? Aber das sieht eigentlich, finde ich, ganz gut aus. Sie haben gute Arbeit geleistet. Puh. Sie können im Provisorium nahe dem Parkplatz Pause machen. Da? Nee, da hinten. Okay. Vielleicht habe ich es doch einmal abgeschossen, ich weiß es nicht mehr. Oder irgendwann abgeschossen. Was war jetzt? Die 2? Die 2 war nichts, okay. Dann flitzen wir rüber und schließen den Auftrag ab. Ich denke mal, dass wir doch Gold gegeben haben. Ich wüsste jetzt nicht, wo etwas so übertrieben gewesen wäre über einen längeren Zeitraum, dass wir keine Punkte dafür bekommen hätten. Oder ja, dass wir halt keine bis zu wenig Punkte bekommen hätten. Wunderbar, ja, hier waren wir auf alle Fälle ein bisschen drüber. Goldmedaille ist da. Ich glaube, neues Level auch, was die Class 66 DBS betrifft. Wir sind noch Level 17. Wir sind Level 7 bei Great Western Express. 50 Minuten haben wir dafür gebraucht. Ich weiß nicht, ob wir alle 50 Minuten gesehen haben werden. Wahrscheinlich wird das Video kürzer sein, als es ist.
zurückgelegte Strecke 9 Meilen und 5071 Punkte, eine Goldmedaille. Hervorragend. Sprich, halte an Station. Hä? Achso, halte an Station. Das, dieses Tutorial-Ding. Ja, beim nächsten Mal werden wir hier wieder uns auf der Great Western Express Route rumtreiben. Werden wir dann das erste Mal, dass ich das Szenario jemals gefahren bin, uns um das Szenario Abschleppseil, glaube ich, heißt es, kümmern. Wie gesagt, noch nie gemacht. Ne, Schleppseil, okay, nah dran. Und ja. Vor Dry Training haben wir eigentlich schon alles gemacht. Also das heißt, noch ein Szenario und dann geht es an, geht es den 300, den 339 Zug Verbindung an den Kragen. Ja, das ist schon mal gut zu wissen, dass es so viele sind. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, lasst gerne eine Bewertung da oder ein Abo und ich sehe euch dann hoffentlich im nächsten Video wieder hier auf Great Western Express, im Tramsim World oder auf irgendeinem Video hier auf dem Kanal.